heißt herzlich willkommen zu diesem neuen Video, zu einer neuen Inspiration. Und wie versprochen, gibt es heute definitiv was für deine Hüfte, um sie zu öffnen. Denn vielleicht hast du auch die letzten Tage ganz viel gesessen und vielleicht sitzt du generell sehr viel und deine Hüfte, die ist gar nicht mehr so flexibel, wie sie mal war oder wie du dir das vorstellst. Ich würde sagen, lass uns doch gleich mal anfangen. Du brauchst heute eine Matte, eine Hand und eine Decke, irgendwas, damit deine Knie eben ein bisschen geschützt sind. Und wir beginnen auch gleich, und zwar im Vierfüßlerstand. Das heißt, deine Handgelenke sind unter den Schultern, die Knie unter der Hüfte. Und deine Schultern und Schulterblätter, die schiebst du mal ganz weit weg Richtung Po. Dann beginnen wir, du hebst das rechte Bein, stell dir vor, da zieht jemand an deinem Fuß, komm zurück. Und dann hebst du das linke Bein und stellst dir auch hier wieder vor, da zieht jemand ganz kräftig an deinem Fuß. Und das machen wir im Wechsel. Rechts und links, der Rest des Körpers bleibt vollkommen still. Du arbeitest jetzt wirklich nur mit den Beinen im Wechsel und stellst dir wirklich vor, bildlich, wie sich dein Bein aus dem Hüftgelenk heraus verlängert. Ein letztes Mal pro Seite. Jawohl, und dann setzt du Knie auf, öffnest jetzt die Knie zur Seite, schiebst deinen Po nach hinten und läufst mit den Händen nach vorne, Richtung Matte. Die Arme schön lang, und die Stirn kannst du auch gerne auf die Matte auflegen. Der Po ist tief und lass los. Versuch jetzt hier nicht mit Gewalt, ich muss hier unbedingt nach vorne, sodass sich der Po hebt, sondern versuch mal wirklich bildlich zu sagen, okay, ich sinke mit meinem Becken in die Matte hinein, in die Fersen hinein. Ich lasse einfach los, ich atme. Und mit jedem Ausatmen gucke ich mal, dass ich noch ein bisschen tiefer komme. Mit dem Becken, mit dem Brustbein. Mit alle Anspannung los. Und noch einen tiefen Atemzug. Und dann läufst du langsam wieder zurück, setzt die Hände auf, schließt die Beine, die Knie sind wieder unter der Hüfte und die Handgelenke wieder unter den Schultern. Und jetzt schiebst du dein rechtes Bein nach hinten, setzt das Knie auf und holst dir das linke Knie nach vorne. Und jetzt schiebst du rechts noch ein bisschen weiter nach hinten. Schultern sind wieder tief, aktivierte Körpermitte. Und jetzt laufen wir hier nach vorne weg. Dein Oberkörper liegt auf dem Oberschenkel auf. Wenn du magst, leg ruhig auf die Stirn auf. Entspanne komplett den Nacken. Atme tief. Komm dann langsam wieder zurück. Jetzt plumpst du mit deinem Po auf die rechte Seite, als wolltest du dich hier hinsetzen. Holst dir auch, auf die linke Seite, entschuldige. Holst dir auch deinen linken Fuß nach vorne und gehst jetzt wieder zurück zur Mitte. Das heißt, dein Po ist komplett angehoben, dein Becken ist aufgerichtet und ausgerichtet. Setz jetzt die Hände vor dem Unterschenkel auf, Schultern wieder tief und sinke auch hier in die Matte hinein. Lass los. Atme tief, ganz, ganz viel über deine Atmung. Und dann laufen wir auch hier nach vorne. Du kannst die Unterarme aufsetzen, du kannst natürlich auch noch weiter nach vorne laufen. Oberkörper wieder Richtung Unterschenkel und atmen und halten und die Dehnung spüren. Und ja, ich weiß, es brennt und es fühlt sich nicht gerade so wunderbar an, aber überleg dir mal, was du hier jetzt alles aufbringst. Und wenn du merkst, du kannst es mit gestreckten Armen nicht mehr, dann setz die Unterarme auf. Es ist nur wichtig, dass du wirklich loslässt und dass du versuchst, mit dem Becken noch tiefer einzusinken. Dann laufen deine Hände wieder zurück, Arme schön lang strecken. Stell jetzt deinen rechten Fuß auf, heb das Bein an und hol dir das linke Bein nach hinten. Wir sind jetzt in der Plank-Position im hohen Brett, halte das hier. Und dann gehst du schön auf Zehenspitzen, schiebst den Po nach hinten, die Fersen nach hinten, unten drücken und hier halten. Und jetzt läufst du mal auf. Rechtes Bein beugen, linkes Bein beugen. Spür mal die Dehnung. Oberkörper schön nach unten drücken. Jawohl, letztes Mal pro Seite.
Und dann sind beide Beine wieder schön gestreckt. Jetzt öffnen wir die Füße zur Seite. Am besten an den Mattenrand, an den Handtuchrand, was auch immer du hast. Und jetzt schiebst du dein Becken nach rechts, zur Mitte und nach links. Verlagere das Gewicht, schieb das Becken nach außen, als wäre da eine Wand und du willst unbedingt mit dem Hüftknochen die Wand erreichen. Nochmal nach rechts und nochmal nach links. Und dann kommst du wieder zurück zur Mitte, schließt die Beine wieder auf Hüftbreite, gehst auf Zehenspitzen, beugst die Knie, setzt die wieder auf, schließt hier die Handgelenke oder den Schultern sind. Jetzt holst du das rechte Knie nach vorne und schiebst das linke Bein nach hinten. Tief hin, Schultern sind tief. Und dann laufen wir auch hier erstmal mit den Händen nach vorne. Atme ruhig und gleichmäßig. Oberkörper auf Oberschenkel. Lass den Nacken locker. Und atme tief ein und aus. Lauf dann langsam wieder zurück. Plumpse mit dem Po auf die rechte Seite. Hol dir den rechten Fuß nach vorne und geh jetzt hier zur Mitte. Setz erst die Hände vor dem Unterschenkel auf, Schultern tief und sinke mit deinem Becken nach unten. Und dann läufst du auch hier nach vorne. Entweder du setzt hier gleich die Unterarme auf, das ist meist schon genug Dehnung, oder aber du machst die Arme schön lang und gehst noch ein bisschen tiefer und wichtig mit der Atmung arbeiten. Ausatmen, noch ein bisschen tiefer und die Dehnung spüren. Halte nicht fest, lass los, atme aus und los. Nochmal, wenn es dir zu viel ist mit gestreckten Armen, dann nimm ruhig die Arme angewinkelt, die Unterarme liegen auf. Und auch dann setzen wir die Hände wieder auf, stellen den linken Fuß auf, heb das Knie an und jetzt nach hinten gehen mit dem rechten Fuß, hohes Brett. Nabel schön nach innen ziehen, halten, atmen und dann auch hier wieder Po nach hinten oben schieben und schön tief gehen in das umgekehrte V, in den herabschauenden Hund. Zehenspitzen gehen, Beine beugen, Knie aufsetzen, öffne jetzt wieder die Knie mit zu Beginn, schieb den Po nach hinten, großen Zehen berühren sich und geh mit den Händen nach vorne und spür jetzt einfach mal hier hinein. Und diesen Unterschied zum Anfang dieser Übungsreihe, wie sich das jetzt anfühlt. Schön mit dem Brustbein nach unten. Leg auch gerne die Stirn auf. Du kannst aber auch nach vorne Richtung Hände schauen, wie es für dich passt. Den Po Richtung Fersen und nimm auch hier nochmal zwei tiefe Atemzüge, um loszulassen. Und dann laufen wir langsam nach hinten. Hände auf, schließ das rechte Bein nach links, setz dich auf die rechte Seite, hol dir die Füße nach vorne in den Schneidersitz. Hände an die Knie, lang aufrichten, Schultern sind tief, Körpermitte ist aktiviert. Und dann kannst du hier noch aus deinem Becken heraus, aus dem unteren Rücken heraus, nach vorne klappen. Also nicht hier einbunden, nur jetzt hänge ich dir so, da so rum, sondern wirklich mit dieser Länge, als hättest du hier ein Scharnier, nach vorne klappen. Setz mal die Hände auf, die Ellenbogen nach außen. Und schau auch hier mal, wie weit komme ich nach unten. Du kannst auch die Unterarme direkt vor den Füßen aufsetzen und hier loslassen. Und atmen. Mit jedem Ausatmen doch noch ein bisschen tiefer. Möchtest, kannst du natürlich auch hier die Arme wieder lang und tiefer gehen. Spür diese Dehnung. Jawohl. Und dann laufen wir auch hier langsam wieder zurück. Richte dich langsam wieder auf. Hände an die Knie. Super. Und dann hast du es schon geschafft. Und das waren natürlich nur ein paar Übungen, um die Hüfte zu öffnen. Wenn du davon noch mehr haben möchtest, dann gib dem Video doch gerne einen Daumen nach unten und nach unten, nach oben natürlich. Kommentiere gerne unter diesem Video, ob du noch mehr zur Hüfte haben möchtest, ob du vielleicht mehr zum unteren Rücken haben möchtest oder was für den Bauch. Einfach das, was für dich passt.
Denn dann kann ich dich noch besser auf deinem Weg unterstützen. Und dieses Video ist dann komplett für dich personalisiert, auf dich zugeschnitten. Und nicht vergessen, morgen startet tatsächlich die Fit in 7 Minuten Challenge. Eine 7-Tage-Challenge, komplett kostenlos, wo wir jeden Tag, 7 Tage lang, 7 Minuten miteinander trainieren. Ich hoffe, du bist dabei und dann sehen wir uns morgen schon beim Start der Challenge. Bis dahin, eine wunderbare Zeit und bis morgen. Ciao, hier ist Kay.